Hallo und herzlich willkommen zu Pfade des Wissens. Ja, wir schreiben das Jahr 2018. Es hat sich viel getan und wie man das der Überschrift entnehmen kann, natürlich auch im Bereich der Steuern. Die Digitalisierung geht immer weiter vorwärts. Die Systeme werden moderner, die Anforderungen werden komplexer, größer und die Übermittlung soll vereinfacht werden. Zudem gibt es auch das Steuermodernisierungsgesetz, das immer weiter voranschreitet und immer wieder Neuerungen erfährt. Es gibt quasi ja mehrere dieser Gesetze. Und jetzt in 2018 haben sich wieder Neuerungen ergeben. Sehr, sehr viele Sachen sind neu geregelt worden, verändert worden und Werte wurden angepasst. Und auf die normalen Werte, die immer angepasst werden, die Rentenzahlungen, die Kinderfreibeträge etc. pp. Auf die möchte ich hier gar nicht eingehen, sondern wirklich auf die wesentlichen Sachen, die nicht jedes Jahr geändert werden, aber die dieses Jahr halt wirklich eine Neuregelung erfahren haben. Das ist der erste Teil einer Vorlesung, die zwei Teile umfangen wird, einfach mit der Begründung, dass es wirklich so umfangreich ist, dass ich es wirklich auch sehr schön darstellen möchte, dass wir sehen, was alles neu ist. Und ich werde auch die Übung, die ich bereits erstellt habe, in den quasi Videos, die ich in der Playlist jetzt nachgesetzt habe, hier aufgreifen und mit neuen Werten versehen. Es ist quasi, wenn wir so wollen, eine Aktualisierung und die Neuerungen quasi, die jetzt hier rauskommen, alles zusammen in diesem Video. Womit fangen wir an? Ihr seht, die ersten sechs Gebiete habe ich hier aufgeschlüsselt. Das erste wird das meines Erachtens vom buchtechnischen her wichtigste sein, die Anhebung der GWG-Grenze auf 800 Euro. Bei zweitens werden wir uns dann mit dem neuen Investitionsabzugsbetrag befassen. Bei drittens geht es dann um den Verspätungszuschlag, der jetzt nicht mehr eine optionale Sache ist, die das Finanzamt festsetzen kann, sondern die das Finanzamt jetzt festsetzen muss. Ehe wir zu Punkt 4 kommen, wo es um die Abgabefristen und deren Verlängerung geht. Bei fünftens kommen wir zu einem Urteil bzw. Scheidungskosten, das ganz einfach sagt, dass diese nicht mehr keine Abzugsmöglichkeit mehr erfahren haben. Ehe wir zu sechstens kommen, wo wir uns der zumutbaren Belastung widmen. Und dort genau werden wir anschauen, wie das neu gegliederte Stufensystem aussieht, das von den alten Staffelsystemen abweicht, allerdings zugunsten des Steuerpflichtigen. Fangen wir an mit erstens der Anhebung der GWG-Grenze auf 800 Euro. Zu finden ist das weiterhin in Paragraphen 6 Absatz 2 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes. Und wenn wir uns den alten mal anschauen, dann sagte dieser, dass alle Wirtschaftsgüter, die der selbstständigen Nutzung fähig sind, oder waren, müsste man jetzt ja korrekterweise sagen, am Ende des Jahres in voller Höhe abgeschrieben werden dürfen, wenn ihre Anschaffungs- oder Herstellkosten weniger als 410 Euro betrugen. Im Quasi ist das alles gleich geblieben. Es muss immer noch ein Wirtschaftsgut sein, das der selbstständigen Nutzung fähig ist und es darf auch am Ende des Jahres komplett abgeschrieben werden. Neu ist allerdings, dass es nicht mehr weniger als 410 Euro, sondern weniger 800 Euro sein muss. Die Untergrenzen nach § 6 Absatz 2 und Satz 3 und § 6 Absatz 2a Satz 1 wurden zudem von 150 auf 250 Euro erhöht. Das heißt, wir haben jetzt quasi auch mehr Sachen, die wir gar nicht erst aktivieren müssen, sondern die direkt als Aufwand verbucht werden können. Von der Logik her bedeutet das jetzt, dass alle geringwertigen Wirtschaftsgüter, alle Wirtschaftsgüter von 250 bis 800 Euro sind und auch als solche zu erfassen sind, wenn sie dann selbstständig nutzbar sind, und dass diese komplett am Ende des Jahres abgeschrieben werden. Der Sammelposten wurde nicht aufgelöst, der darf weiterhin alternativ als Variante gewählt werden. Das finden wir in Paragraph 6 2a. Und ja, hier gilt natürlich auch die erhöhte Grenze von 250 Euro. Allerdings die Höchstgrenze des Sammelpostens ist gleich geblieben bei 1000 Euro. Und ja, sagen wir so, der Nachteil des Sammelpostens besteht halt darin, dass man nur ein Fünftel am Ende des Jahres abschreiben kann. Wollen wir das mal tabellarisch darstellen, dann sehen wir, wo jetzt quasi was zu landen hat. Bis 2017 war es so, dass alles bis 150 Euro als Aufwand verbucht werden konnte und quasi direkt Vorsteuer auslöste und auch direkt quasi den Gewinn minderte. Und ein niedriger steuerlicher Gewinn führt ja auch zu niedrigeren Steuern. Bei 151 bis 250 Euro landen wir jetzt
bei 2018. Jetzt ist alles, was kleiner als 250 € ist, als Aufwand anzusehen. Von dem Bereich 251 bis 410 € und 151 bis 250 €, also insgesamt von 151 bis 410 €, war quasi früher der alte geringwertige Wirtschaftsgüter oder alternativ der Sammelposten, der sich natürlich ab bis 1000 € zog. Bei 2018 ist die Grenze erhöht worden. Hier beginnen die geringen Wirtschaftsgüter jetzt bei 251 € und enden bei 800 €. 2017 hatten wir noch den Sammelposten, der bei 151 € quasi begann und bis 1000 € endete. Das ist jetzt quasi so geblieben, nur dass der Anfang sich verändert hat und der Sammelposten jetzt ab 2018 zwischen 250 bis 1000 € liegt. Nach wie vor gilt weiterhin, alles, was mehr als 1000 € gekostet hat, keine Ware ist und der selbstständigen Nutzung fähig ist, das ist ein Anlagegut und muss als solches auch dementsprechend aktiviert werden. Das hat folgelogische Konsequenz, und zwar, dass die GWG-Methode die einzige jetzt sein wird, die ab 2018 noch sinnvoll ist, sofern man einen niedrigen Gewinn anstrebt. Strebt man einen hohen Gewinn an, aus Gründen, die man jetzt nicht kennen muss. Gut, ein betriebswirtschaftlich, handelsrechtlich hoher Gewinn kann sinnvoll sein für die Kreditwürdigkeit, aber ein steuerlicher Gewinn kann niemals gut sein und man muss ja, wenn schon, dann beides gleich machen. Ausnahme wäre jetzt, wenn man mindestens fünfmal so viele Wirtschaftsgüter mit dem Wert von 801 bis 1000 € anschaffen würde, als Güter von 251 bis 800 €. Das wäre aber statistisch eher unwahrscheinlich. Das heißt, dass die GWG-Methode jetzt die sein wird, die in der Regel immer anzuwenden ist. Damit kommen wir zum zweiten Thema, zum neuen Investitionsabzugsbetrag, kurz IAB. Wie immer diente er und dient immerhin weiter noch als eine Art steuerliche Subvention, eine Vergünstigung für kleine Unternehmen. Denn er kommt halt für die Unternehmen in Frage, die nach § 7g Absatz 1 Satz 2 folgende Merkmale erfüllen. Entweder sie haben ein Betriebsvermögen von höchstens 235.000 €, das gilt für alle bilanzierenden Gewerbetreibende und Selbstständige, oder für nicht bilanzierende Gewerbetreibende ein Jahresgewinn von höchstens 100.000 € oder für Land- und Forstwirte einen höchsten Wirtschaftswert von 125.000 €. Zweite Voraussetzung: Die Höhe der angesprochenen hinzu- und rückgängig gemachten Investitionsabzugsbeträge müssen digital an das Finanzamt übermittelt werden. Auf Antrag ist aber auch schriftlich möglich, wenn das Finanzamt diesem Antrag allerdings zustimmt. Ja, der Paragraph 7 Absatz 1 Satz 1 StG hat ja schon oft in der IAB geregelt. Und der erlaubt es halt, dass 40% der geplanten Anschaffungs- und Herstellkosten eines Wirtschaftsgutes im Jahr der Planung steuerlich gewinnmindernd abzuziehen sind, was zu einer niedrigeren Steuer führt, was natürlich gut ist. Absatz 2 hingegen hat sich verändert. Bis 2018 galt noch, dass im Jahr der Anschaffung der IAB wieder steuerlich gewinnerhöhend hinzugerechnet werden musste und im selben Zug die Anschaffungs- und Herstellkosten gekürzt wurden. Das heißt, im Jahr der Anschaffung hatte man quasi plus minus null am Ende raus. Der neue § 7 Absatz 2 StG besagt, dass innerhalb von 3 Jahren ab Anschaffung der IAB wieder steuerlich gewinnerhöhend hinzugerechnet werden muss und im selben Zug die Anschaffungsherstellkosten gekürzt werden. Das heißt von der Logik, dass erst nach 3 Jahren ab Anschaffung plus minus 0 € rauskommt. Was weiterhin geblieben ist und unveränderlich ist, ist, dass die tatsächlichen Anschaffungsherstellkosten, falls diese niedriger sein sollten, dann muss der IAB in dem Jahr, in dem er gebildet wurde, entsprechend verringert werden. Klar macht ja auch Sinn, ich kann kein IAB für einen Wirtschaftsgut in Höhe von 100.000 € bilden, dann kaufe ich es für 80.000 € ein und habe quasi für 100.000 € eine Vergünstigung bekommen. Das muss man dann natürlich anpassen wieder auf 80.000 €. Weiterhin gilt auch noch, dass die Summe der Investitionsabzugsbeträge im Jahr der Bildung des IAB und in den 3 Jahren zuvor, abzüglich der aufgelösten IAB, nicht größer 200.000 € sein darf. Das ist quasi so eine Kenngröße, dass man jetzt nicht extrem viel kauft.
Da das doch relativ kompliziert ist, habe ich mir gedacht, wir machen am besten dazu eine Übung. Der Fall ist folgender. Wir haben den steuerpflichtigen Einzelunternehmer Peter Sierje, der seinen Gewinn nach § 4 Absatz 3 StG ermittelt, also eine ganz normale Einnahmenüberschussrechnung macht. Und dieser möchte in den nächsten 3 Jahren einen möglichst niedrigen steuerlichen Gewinn haben. Sein voraussichtliches Betriebsvermögen wird am Ende des ersten Wirtschaftsjahres inklusive aller Anschaffungen 120.000 Euro betragen. Er erwartet einen handelsrechtlichen Gewinn von 50.000 Euro in allen Folgejahren. Er möchte jetzt ein IAB für eine geplante Fertigungsmaschine mit einem Nettokaufpreis von 50.000 Euro bilden. Des Weiteren erwartet er Kosten in Höhe von 10.000 Euro netto für das Gießen des Fundaments sowie Montage, Sonderausstattung und Inbetriebnahme der Maschine. Die Frage lautet jetzt natürlich, wie müsste der IAB im Jahr der Anschaffung und in den folgenden 2 Jahren behandelt werden, wenn die Maschine mit den geplanten Kosten im nächsten Jahr angeschafft wird? Fall A, Jahr der Bildung war 2017, Fall B 2018, damit wir den Unterschied sehen. Erstmal müssen wir uns natürlich um die Höhe der Anschaffungs- bzw. Herstellkosten kümmern. Das sind in der Regel der Kaufpreis plus alle Anschaffungsnebenkosten, in dem Fall Fundament, Montage und so weiter. Also 50 plus 10.000 macht 60.000 Euro für die Anschaffungs- und Herstellkosten. Möglichst niedriger Gewinn heißt möglichst hoher Investitionsabzugsbetrag. Dann nehmen wir uns den § 7 Absatz 1 Satz 1 StG, der sagt 40% der geplanten Anschaffungskosten. Das sind dann 40% mal 60.000 Euro. Das heißt, 24.000 Euro darf er als IAB festlegen. Im ersten Wirtschaftsjahr wird in beiden Fällen der maximal IAB steuermindernd vom handelsrechtlichen Gewinn abgezogen. Das ist ja der Absatz 1, der unverändert ist. Wir hatten hier einen Gewinn angegeben gehabt von 50.000 Euro. Wir ziehen den IAB von 24.000 Euro in beiden Fällen ab. Und der steuerrechtliche Gewinn ist in beiden Fällen 26.000 Euro. Anders wird es jetzt im zweiten Wirtschaftsjahr. In beiden Fällen werden da die Anschaffungskosten in Höhe des IABs gekürzt. Unterschied ist jetzt aber, im Fall A wird der IAB sofort aufgelöst, gleich hinzugerechnet, und bei B erst 3 Jahre nach Anschaffung im fünften Wirtschaftsjahr, denn er möchte auch für das zweite Jahr einen möglichst niedrigen steuerlichen Gewinn haben. Das heißt jetzt also, in 2017 haben wir wieder einen handelsrechtlichen Gewinn von 50.000, kürzen die Anschaffungskosten der Maschine, die sind ja handelsrechtlich betrachtet gewesen, 60.000 Euro, steuerrechtlich auch 60.000, allerdings abzüglich den IAB, die mindert ja den Wert und die AFA, deswegen ziehen wir das ab. Gleichzeitig müssen wir den IAB auflösen, rechnen wir, als würde die 24.000 Euro dazu, macht also quasi ein Nullspiel, was einen steuerrechtlichen Gewinn von 50.000 Euro ergibt. 2018 tun wir auch die Anschaffungskosten um 24.000 Euro kürzen, den IAB rechnen wir aber einfach nicht dazu. Und wir haben wieder einen steuerrechtlichen Gewinn von 26.000 Euro. Das heißt, im Jahr zweiten Wirtschaftsjahr sind wir jetzt durch die neue Regelung günstiger gekommen. Klar, nach dem dritten Jahr nach der Anschaffung ist alles wieder gleich. Im dritten und vierten Wirtschaftsjahr, wir haben ja 3 Jahre Zeit, den IAB aufzulösen, sagen wir einfach, wir machen das nicht, wir wollen ja möglichst lange einen niedrigen Gewinn haben. Das heißt, in dem Fall ist der handelsrechtliche immer gleich dem steuerrechtlichen Gewinn. Allerdings im fünften Wirtschaftsjahr tut sich noch was. 2017 gibt es nichts zu tun, jetzt von den Angaben, die wir haben. Der IAB ist schon längst aufgelöst im zweiten Wirtschaftsjahr. Der handelsrechtliche ist gleich dem steuerrechtlichen Gewinn, 50.000 Euro. In 2018 sind wir jetzt aber gezwungen, den IAB aufzulösen, weil jetzt ist das dritte Jahr nach der Anschaffung. Das heißt, wir haben unseren handelsrechtlichen Gewinn von 50.000 Euro. Lösen den IAB auf, das heißt, wir rechnen ihn dazu und er kommt auf den steuerrechtlichen Gewinn von 74.000 Euro. Insgesamt haben wir also, wenn wir so wollen, keinen wirtschaftlichen Vorteil davon erlangt, außer, dass wir die ersten Jahre fluider waren, also mehr zur Verfügung hatten. Das heißt, kurzfristig ist der IAB jetzt günstiger geworden. Langfristig macht es aber keinen Unterschied. Damit kommen wir zum dritten Thema, Verspätungszuschlag, von einem Kann zu einem Muss. Und am besten, habe ich mir gedacht, betrachten wir das mal tabellarisch, das ist wahrscheinlich am einfachsten. Wir müssen erstmal die Frage klären, fällt denn überhaupt ein Verspätungszuschlag an?
einschließlich bis 2017, also bis 2018 war es so, dass der Paragraph 152 Absatz 1 in Verbindung mit Paragraph 5 AO festgelegt hat, dass ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden kann. Jetzt gilt allerdings, also ab 2018, es muss ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden. Blöd ist natürlich nur, im Gesetz in Absatz 1 steht immer noch, das kann Paragraph 152 Absatz 1. Aber diese Möglichkeit aus dem Paragraphen 5 der Abgabenordnung, das heißt, dass der Sachgebietsleiter oder der Sachbearbeiter festlegen darf, ob und in welcher Höhe der Verspätungszuschlag festgesetzt wird, der ist quasi noch vorhanden, aber er soll nicht mehr angewendet werden. Ob sich das jetzt so durchsetzt, das wird man sehen. Höchstwahrscheinlich schon, weil man halt ja quasi mehr zu einer automatischen Steuerbearbeitung geht und die Maschine wird dann nicht, denke ich, abwägen. Damit kommen wir auch schon zum nächsten dazu passenden Frage. In welcher Höhe fällt denn Verspätungszuschlag an? Das war bisher in Paragraphen 152 Absatz 2 in Verbindung mit Paragraph 5, also wieder hier die Wahlmöglichkeit des Sachbearbeiters geregelt. War der Spielraum 0 bis 10% der festzusetzenden Steuer, maximal 25.000 Euro. Der Spielraum war gegeben, hing halt quasi davon ab, wie gut man sich benommen hat und was der Sachbearbeiter gemacht hat. Hier greift der Paragraph 5 AO ab 2018 allerdings nicht mehr und es gibt den Paragraphen 152 Absatz 5 AO und dieser legt fest, dass für jeden begonnenen Monat 0,25% der zu zahlenden Steuer abzüglich geleisteter Vorauszahlungen, mindestens jedoch 25 Euro abzuziehen sind und dass die Summe maximal 25.000 Euro beträgt. Das heißt also monatlich 0,25%, maximal 25 Euro, insgesamt maximal 25.000 Euro ist die Höhe des Verspätungszuschlags ab jetzt, ab 2018. Und jeder, der sich steuerlich auskennt, weiß es auch, damit ähnelt er eigentlich sehr stark dem Säumniszuschlag. Er hat auch einen Prozentsatz, es ist auch für jeden begonnenen Monat. Es ist eigentlich fast ein Säumniszuschlag, nur dass das Wort Säumnis natürlich eine verspätete Zahlung beschreibt, was hier ja nicht vorliegt, sondern eine verspätete Abgabe. Daher ein anderes Wort, Verspätungszuschlag. Einher geht damit auch Punkt 4, Verlängerung der Abgabefristen. Für nicht beratene Steuerpflichtige, das heißt für alle Leute, die ihre Steuererklärung selbst erstellen und die keinen Steuerberater haben, galt bisher der Paragraph 149 Absatz 1 AO, der gesagt hat, bis zum 31. Mai des Folgejahres. Das heißt, 2017, da gilt das ja noch, darf ich noch bis zum 31. Mai 2018 abgeben. Ab 2018 hat sich das ein bisschen geändert bis zum 31.07. des Folgejahres. Man hat quasi 2 Monate mehr. Das klingt jetzt erstmal natürlich toll. Ho, ich habe 2 Monate mehr Zeit. Aber man muss Folgendes bedenken. Wer bis zum 31.05. des Folgejahres noch nicht alle Dokumente hat zusammengestellt, der wird auch bis zum 31.07. das nicht wirklich so machen. Das heißt, es ist quasi ein Vorteil, der aber eigentlich aufgrund der Mentalität und Psychologie des Steuerpflichtigen nicht gut funktionieren wird. Und es gibt noch eine Änderung, die hiermit einhergeht, die quasi das etwas ins Negative zieht. Allerdings kümmern wir uns erstmal um die Abgabefrist für beratende Steuerpflichtige. Das war geregelt in § 149 Absatz 3 der Abgabenordnung und sagte bis zum 31.12. des Folgejahres. Gut, der Steuerberater hat halt mehr Zeit dafür. Im selben neu geregelten Absatz steht jetzt bis zum 28.02. des übernächsten Jahres, Ausnahmeschaltjahr, dann bis zum 29.02. Man müsste eigentlich sagen, bis zum letzten Februar des übernächsten Jahres. Also der Steuerberater hat fairerweise auch 2 Monate mehr bekommen. Wichtig noch zu erwähnen, dass der Paragraph 108 Absatz 3 der Abgabenordnung weiterhin unverändert besteht. Das bedeutet, wenn eine Frist, wie die obigen, an einen Samstag, Sonntag oder Feiertag endet, dann hat man automatisch eine Verlängerung bis zum nächsten Werktag. Was allerdings noch wichtig zu erwähnen ist,
Das Finanzamt hat sich ein kleines Türchen offen gehalten, das heißt, der Gesetzgeber hat ein kleines Türchen geöffnet. Die Finanzämter sind ermächtigt, jetzt auch vor diesen Fristen eine Steuererklärung zu verlangen. Das heißt, wenn jetzt der Brief kommt vom Finanzamt, und da steht drin, sehr geehrter Herr sowieso, sehr geehrte Frau sowieso, bitte geben Sie die Einkommensteuererklärung 2018 bis zum 31.12.2018 ab. Gut, das ist unwahrscheinlich. Sagen wir lieber bis zum 31.03.2019. Ja, das ist realistischer. Dann hat man auch nur bis dahin Zeit. Man kann eine Fristverlängerung beantragen. Ob man die bekommt, kommt drauf an. Aber jetzt kann man nicht mehr sagen: Nee, nee, du, pass mal auf hier. Gesetz, Paragraph 149 Absatz 3, oh, ich habe doch noch Zeit. Da kann man jetzt sagen: Ja, theoretisch habt ihr Zeit, aber uns wurde die Möglichkeit gegeben, jetzt zu sagen, wir hätten es gerne eher und dann kriegen wir es auch eher. Macht auch tatsächlich Sinn, muss ich gestehen, weil wenn alle in dem letzten Monat ihre Steuererklärung abgeben würden, dann wäre es ja so, dass das Finanzamt oder auch die Steuerberater nur in diesem Monat extremst viel zu tun hätten, mehr als sie bewältigen können und die restlichen 11 Monate quasi nichts zu tun hätten, in Anführungszeichen. Deswegen ist es eigentlich auch sinnvoll, wenn es nicht ausgenutzt wird. Okay, machen wir dazu auch eine kleine Übung. Hinweis, diese Übung hier ist basiert auf der Vorlesung vom Steuerrecht 3, die Folien 7 bis 8. Das ist die dortige Übung, nur mit neuen Zahlen. Das heißt, wer jetzt dieses Video sieht und dann sich später die Vorlesung Steuerrecht 3 anhört, ansieht, bedenke bitte, die Werte dort gelten natürlich noch für diese alten Beispiele, die ich gemacht habe. Wenn man es aber jetzt für einen Fall ab 2018 betrachtet, dann bitte diese Lösung hier verwenden. Okay, Aufgabe war, überprüft bei folgenden Fällen unter Nennung der einschlägigen Gesetzesvorschriften, in welcher Höhe Verspätungszuschläge entstehen. Es wurden keine Vorauszahlungen geleistet und die Steuerpflichtigen sind nicht beraten. Okay, hier sind die drei Fälle. Am besten ihr pausiert das Video und nehmt Stift und Papier und löst das. Ich springe natürlich schon zur Lösung und wir vergleichen zusammen. Viel Erfolg! Okay, kommen wir damit zur Lösung. Ich habe hier die Tabelle genommen, die ich auch schon damals verwendet habe, musste sie ein bisschen anpassen, weil ja jetzt die Berechnung anders ist. Aber wir fangen so an, wie wir anfangen müssen. Und zwar mit Paragraph 149 Absatz 1 der Abgabenordnung die Fälligkeit, und zwar bis wann die Steuererklärung abgegeben werden musste. Im Fall A war das Freitag, der 31. Juli 2020. Abgegeben wurde sie tatsächlich am 17.07.2020. Ab hier müssen wir uns eigentlich keine Gedanken um Verspätungszuschläge mehr machen, denn sie wurde ja rechtzeitig abgegeben. Das Abgabedatum ist vor dem Fälligkeitsdatum. Gut, A war einfach. B und C sind jetzt etwa so kompliziert wie die Berechnung des Säumniszuschlages. Das ist hier wieder der 31.07.2020, ein Freitag. Das Abgabedatum war der 3.3.2021, folglich zu spät. Jetzt müssen wir schauen, wie viele begonnene Monate es gab. Das sind jetzt 8 Stück. Die Steuer, die festgesetzt wurde, 785.000 Euro. Jetzt haben wir alles, was wir zum Rechnen brauchen. Wir nehmen ein Viertel des Prozent mal der festgesetzten Steuer von 785.000 Euro. Das ergibt 1.962,50 € monatlich. Multiplizieren wir das mit 8 Monaten, kommen wir auf den Verspätungszuschlag in Höhe von 15.700 Euro, maximal 25.000 Euro. Okay, die maximale Grenze haben wir unterschritten, also nehmen wir die unterschrittene Grenze. C. Hier landet die Frist auf einen Mittwoch, dem 31.07.2019, haben also auch keine Verlängerung. Abgabedatum war der 25. Mai 2021, das heißt ganze 22 Monate zu spät. Die festgesetzte Steuer war hier 640.000. Multiplizieren wir die wieder mit einem Viertel zum Prozent, wissen wir, aha, der Verspätungszuschlag beträgt 1.600 Euro pro Monat. Nehmen wir das mal die 22 Monate, haben wir einen Verspätungszuschlag von 35.200 Euro. Hier greift aber die Höchstgrenze 25.000 Euro. Wir dürfen nicht mehr als Verspätungszuschlag haben als 25.000 Euro. Deswegen nehmen wir diese. Okay, war ja gar nicht so kompliziert. Fangen
verglichen mit dem vorigen, mit der alten Regelung schon, aber das hier geht wirklich ja fast einher mit dem Säumniszuschlag und ist daher von der Berechnung entsprechend dieser genauso einfach. Damit sind wir jetzt bei einem fünften Thema angekommen, was ziemlich schnell zu behandeln wird, und zwar das Thema Scheidungskosten. Ein Gerichtsurteil hat entschieden, dass ein Abzug nicht mehr möglich ist. Das war nämlich das Urteil des Bundesfinanzhofes, Römisch 6 R 916, und dort wurde entschieden, dass Prozesskosten bezüglich der Scheidung unter die Prozesskostenregelung fallen und damit nur noch abzugsfähig sind, wenn sie die Existenzgrundlage des Steuerpflichtigen gefährden. Und das bedeutet, dass Scheidungskosten grundsätzlich gar nicht mehr außergewöhnliche Belastungen sein können, da nämlich Prozesskosten für Scheidung die einzige Position der Scheidungskosten waren, die noch abzugsfähig waren. Damit kommen wir dann auch zur zumutbaren Belastung und dem neuen Stufensystem. Ich persönlich muss sagen, finde das System schön. Es macht es rechnerisch deutlich komplizierter, gebe ich zu. Aber es ist realistischer und sinnvoller und vor allem gerechter, muss ich auch sagen. Was so war und was so bleibt, ist, dass die zumutbare Belastung ein Betrag ist, der von den allgemeinen außergewöhnlichen Belastungen, also Krankheit, Chor, Scheidung, Pflege und Bestattungskosten, abgezogen werden muss. Ich muss die Scheidung jetzt mit reinnehmen, weil 2017 galt diese Regel ja auch noch und da gab es noch Scheidungskosten. Jetzt 2018 müssten wir das Scheidung streichen. Auch bleibt weiterhin bestehen, dass die Höhe der zumutbaren Belastung vom Gesamtbetrag der Einkünfte abhängt und von der Veranlagungsform und der Anzahl der Kinder. Das heißt, die Tabelle dort ist in diesen Punkten unverändert. Was allerdings neu ist, ist die Art, wie wir diese Tabelle einzusetzen haben. Und zwar gilt jetzt, dass die Grenzen, die sich daraus aus dieser Tabelle des Paragraphen 33 Absatz 3 StG ergeben, nicht für den Endwert gelten, wie das beim alten Staffelsystem war. Da hat man geschaut, aha, GDE ist so und so hoch, ist der hat jetzt Kinder oder nicht, ist verheiratet oder nicht, wo landen wir? Aha, der Betrag, dann nehme ich den Prozentsatz mal den GDE, das ist unsere Höchstgrenze. Nein, das ist jetzt nicht mehr so. Sondern jetzt wird für den jeweiligen Anteil des Gesamtbetrags der Einkünfte der entsprechende Prozentsatz zugrunde gelegt und alles, was diesen überschreitet, dann auf den nächsten übertragen. Wir haben also ein Stufensystem. Das hat zur logischen Konsequenz, dass die zumutbare Belastung stark gesenkt wird. Das bedeutet, wir können mehr außergewöhnliche Belastung absetzen. Das wiederum führt zu einer niedrigeren Steuer. Über drei Umwege sparen wir also. Dazu machen wir eine Übung. Ihr seht, ich brauche dafür fünf Lösungsfolien jetzt, einfach weil ich es gerne wirklich schön darstellen möchte, weil es halt neu und deutlich komplizierter ist. Aufgabe soll sein, ermittle die Höhe der zumutbaren Belastung des steuerpflichtigen Ehepaars Pöttig für die Jahre 17 und 18. Die Eheleute werden zusammen veranlagt, haben ein Kind und in beiden Jahren einen Gesamtbetrag der Einkünfte von 60.000 Euro. Als kleine Vereinfachung habe ich mir erlaubt herauszunehmen, dass die Grenzwerte von 2018 auch für 2017 galten. Einerseits, dass ich hier nicht mit zwei Tabellen arbeiten muss, was natürlich in der Praxis so gemacht werden müsste. Andererseits allerdings auch, um euch mal den Unterschied dann im Wert zu zeigen. Das macht sich natürlich schlecht, nämlich wenn ich andere Grenzen habe, dann habe ich ja sowieso einen anderen Wert, selbst wenn ich dasselbe Berechnungsschema hätte. Die zumutbare Belastung laut § 33 Absatz 3, hier müssen wir Nummer 2a nehmen, ist erstmal kleiner 15.340 Euro, wäre 2% des GDEs in 2017 keine Bedeutung, weil man schaut nur, wo sie reinlanden, das GDE ist halt höher. Auch in dem Bereich 15.340 bis 51.130, wo wir 3% des GDEs hätten, kommen wir nicht rein, denn wir sind mit 60.000 immer noch drüber. Wir landen jetzt also bei dem Bereich größer, 51.130 Euro. Hier wird gesagt, die zumutbare Belastung beträgt 4% des Gesamtbetrags der Einkünfte. Diese 4% haben wir mit 60.000 Euro zu multiplizieren und kommen auf 2.400 Euro. So schön einfach war das in 2017. Ich schaue, wohin die Zahl kommt, nehme das mal den Prozentsatz und fertig. Genau. Warum ich das jetzt zu mir, fragt ihr euch, das ist nur ein Wert, das macht keinen Sinn. Klar, technisch nicht, aber ich werde 2018 gleich gegenüber darstellen und dann müssen wir summieren. Daher nehmen wir es mal als gegeben hin. Die Summe ist natürlich 2.400 Euro.
Kommen wir jetzt zu 2018, den ich erstmal hier wirklich ausführlich einzeln darstellen möchte. Denn wir landen jetzt in allen Grenzen, die kleiner gleich dem GTE sind. Das heißt, unsere erste Grenze, in der wir landen, ist der Bereich kleiner 15.340 Euro. Und für diesen Bereich müssen wir 2% des Gesamtbetrags der Einkünfte zugrunde legen. Das heißt, unsere erste Basis für die Berechnung ist immer Gesamtbetrag der Einkünfte, maximal aber die Obergrenze von dem Bereich, also in unserem Fall 15.340 Euro. Das ist die Basis für die Prozentzahl, in dem Fall 2%. Und nehmen wir 2% mal 15.340 Euro, landen wir für diesen ersten Block quasi bei einer zumutbaren Belastung von 306,80 Euro. Jetzt müssen wir den Rest ausrechnen, den wir noch haben. Das entspricht dem Gesamtbetrag der Einkünfte minus der Basis 1, die wir errechnet haben. Das ist ja quasi der Anteil des Gesamtbetrags der Einkünfte, den wir quasi schon für diesen ersten Block hier überhaupt verbraucht haben. Das sind also 60.000 minus 15.340 Euro macht 44.600 Euro, den wir jetzt in die nächste Stufe nehmen. Diese Stufe ist dann der Bereich 15.340 bis 51.130 Euro. Alles, was wir quasi in dieser Stufe verdient haben im Sinne des Gesamtbetrags der Einkünfte, davon sagt man, darf 3% zumutbare Belastung sein. Unsere zweite Basis ist also unser errechneter Rest von 44.660 Euro. Maximal natürlich der Höchstbetrag von hier 51.130 Euro. Unser Rest ist also 44.660, maximal 35.790. Wir nehmen hier in dem Fall die 35.790. Der Anteil der zumutbaren Belastung ist jetzt quasi unsere zweite Basis hier, die 35.790 Euro mal die 3%, die hierfür gelten, macht 1.073,70 Euro, die wir in der zweiten Stufe an zumutbarer Belastung haben. Jetzt ist unsere GDE aber noch nicht komplett aufgebraucht. Wir haben also einen zweiten Rest, Rest 2. Den rechnen wir aus, indem wir unseren ersten Rest nehmen, was quasi ja schon unser angepasstes GDE war, ziehen davon die errechnete Basis 2 ab. Das heißt, 44.660 minus 35.790 verbleiben vom GDE, vom ursprünglichen GDE, was wir hatten, 8.870 Euro, die in die dritte Stufe gelangen. Können eine einfache Probe machen, müssen einfach 60.000 minus die obere Grenze von 51.130 errechnen. Das sind zufälligerweise unsere 8.870. Diese sind jetzt die Basis für den Bereich größer 51.130 und werden mit 4% multipliziert, was 354,80 Euro ergibt. Jetzt müssen wir alle Sachen aus den verschiedenen Stufen summieren, um auf die zumutbare Belastung zu kommen, die dann 1.735,30 Euro ist. Das ist nach 2018 bei einem GDE von 60.000 Euro und den ganzen anderen Sachen, die hier laut der Tabelle vorgegeben haben, die zumutbare Belastung. Vergleichen wir das mit 2017. 2017 mit deutlich einfacherer Rechnung kamen wir auf 2.400 Euro. In 2018 haben wir 1.735,30 Euro, sind damit also deutlich günstiger. Man könnte es mal in Prozent ausrechnen, kriege ich das hin. 700 sind etwa gut zwischen ein Drittel und ein Viertel. Ja, macht schon was aus, sagen wir so 30%. Ja, kommt ungefähr hin. Bisschen weniger, also etwa 30% günstiger. Das ist natürlich damit begründet, dass wir in 2017 das gesamte GDE dem höchsten Satz jetzt hier unterworfen haben, weil wir halt drüber waren. Jetzt aber nur alles, was über 51.130 war, den höchsten Prozentsatz unterworfen haben und den Rest gestaffelt, beziehungsweise gestuft berechnet haben. So, damit das hängen bleibt, möchte ich, dass ihr auch eine Übung dazu macht. Das hier entspricht dieser angepassten Übung aus der Vorlesung Steuerrecht 14, den Folien 21 bis 22 mit den angepassten Werten. Wieder der Hinweis: Wer sich vorhat, die Vorlesung Steuerrecht 14 anzuschauen, kann gerne dort mit den dortigen Werten rechnen. Bedenke aber, für alle Fälle ab 2018 bitte diese Sache hier nehmen. Ich wünsche euch wie immer viel Erfolg.
Viel Spaß beim Rechnen, mal sehen, ob es hängen geblieben ist. Ich springe zur Lösung, pausiere das Video. Ja, und dann schauen wir mal, ob es hinhaut. Okay, kommen wir damit zur Lösung. Und zwar, nach § 33 Absatz 1 StGB haben wir folgende außerordentliche Belastung: die Zuzahlung zu Medikamenten von 1500 Euro plus Krankenhauskosten, Bademantel durften wir hier nicht mit reinnehmen und die Zahlen der Krankenkasse mussten wir wieder abziehen, das heißt 3000 minus 2500 macht 500 Euro. Die Scheidungskosten nur dürfen wir nicht mehr anrechnen und die Prozesskosten gegen den Bauunternehmer sowieso nicht, denn sie haben nichts mit irgendwelchen Sachen zu tun, die der eigenen Erhaltung des Lebens dienen. Das heißt, wir haben allgemeine ausländische Belastungen in Höhe von 2000 Euro, die wir aber noch kürzen müssen in Höhe unseres noch zu errechnenden Betrages. Basis hierfür ist das GDE von 25.000 Euro. Hier greift wieder die Tabelle nach § 33 Absatz 3 Nummer 2a StGB. Der erste Bereich, den wir haben, ist wieder der kleine 15.340 Euro. Unsere Basis entspricht halt dem GDE, aber höchstens der Obergrenze. Unser GDE ist größer, also nehmen wir die Obergrenze von 15.340 Euro, multiplizieren die mit den 2% und kommen auf einen Anteil für die zumutbare Belastung in Höhe von 306,80 Euro. Wir haben noch nicht das gesamte GDE verbraucht, wir haben also einen Rest, den ich Rest 1 genannt habe. Den kriegen wir raus, indem wir von dem GDE das abziehen, was wir hier als Basis 1 schon verbraucht haben. Das heißt, in Zahlen ausgedrückt, 25.000 minus 15.340 Euro ist ein Rest von 9.660 Euro, welchen wir in die nächste Stufe überführen. Das machen wir hier auch mal. Der Anteil der zumutbaren Belastung haben wir ausgerechnet. Unseren Rest habe ich hier auch nochmal aufgeführt. Und kommen jetzt in diese nächste Stufe. Wir müssen überlegen, was die zweite Basis ist. Die entspricht in der Regel unserem Rest, höchstens aber der Obergrenze, minus 15.340 Euro. Okay, 9.660 ist größer als 51.000, kleiner als 51.130, minus 15.340 Euro, also nehmen wir die 9.660 Euro. Die multiplizieren wir den 3%. Und kommen auf eine zumutbare Belastung für diese Stufe in Höhe von 289,80 Euro. Summieren wir das beides, kommen wir auf die gesamte zumutbare Belastung von 596,60 Euro. Ziehen wir von den allgemeinen ausländischen Belastungen unsere zumutbare Belastung von 596,60 Euro ab, kommen wir auf unsere allgemeinen ausländischen Belastung gekürzt, 1403,40 Euro. Hinzu kommt noch 3700 Euro. Vom Behindertenpauschbetrag, der sich aus dem § 33b Absatz 3 Satz 3 in Verbindung mit § 33b Absatz 5 Satz 1 StGB ergibt, da wir hier Erna als hilfloses Kind haben, nach § 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 und damit 3700 Euro Anspruch auf den Behindertenpauschbetrag. Und nach Absatz 6 kommt auch noch der Pflegepauschbetrag von 924 Euro dazu. Das ergibt in der Summe 6.027,40 Euro für unsere außergewöhnlichen Belastungen. So, damit sind wir auch schon am Ende vom Teil 1 der Steuernews. Ich hoffe, es war interessant für alle, die sich mit dem Fach befassen. Hoffe ich auch, es wird euch helfen, euch auch in diesen und den kommenden Jahren weiter in den Thema zu befassen. Ich verabschiede mich, würde mich über eine gute Bewertung, einen Daumen hoch freuen. Das hilft mir wirklich sehr viel weiter. Aber bis dahin sage ich erstmal Tschüss, alles Gute und schaut euch ruhig auch noch die anderen Videos an. Es gibt garantiert noch was, was euch interessiert. Tschüss!